Und da sind wir wieder back zu Far Cry 5. Wir haben, ich weiß gar nicht, was wir letztes Mal gemacht haben, aber wir haben die Mission noch aktiviert. Und zwar rede mit Wheatie in der Wolf's Den. Stimmt, genau, wir haben doch hier unten am... Warte, wie war das? Ein Außenposten ist hier in der Nähe. Ach so. Ja, guten Morgen, Herr Nachbar. Machen wir mal direkt einen Außenposten down. Wir wollen doch jetzt endlich mal so richtig sneaky-beaky einmachen. Ihr habt gesagt, auf V kann ich vielleicht... Also auf T kann ich Steine schmeißen. Das haben wir jetzt ja herausgefunden. Die machen doch richtig Geräusche. Das heißt, die Leute drehen sich um und sagen, oh, was ist da? Was ist denn hier los? Okay, ich dachte, die haben mir vielleicht Minen versteckt oder sowas. Auf V kann ich keine... Kann ich kein Ding... Ihr habt gesagt, ich kann das Fernglas aufmachen oder am Fernglas nutzen. Um, ist ja keine Belegung, doch. Wisst ihr, was ich meine? Genau dafür. Dafür kann ich es benutzen. Letzte Waffe. Fernglas. Y. Ja, nice! Damit können wir nämlich endlich die Leute gescheit markieren. Das ist auf V nix. Wir müssen jetzt nicht so nah ran, ne? Ich habe ja immer so markiert und das war einfach so bescheuert. So. Jetzt markieren wir die Boys mal hier. Shit, ist das hier langsam. Die Sicht. So. Da haben sie einen Wolf drin. Perfekt, den können wir freilassen. Cool, das erinnert mich jetzt voll wieder genau an den letzten Teil. Da habe ich auch ständig so die Sachen angeguckt. Und was kann man da machen? Wie kann man die Leute manipulieren? Wie kann ich vielleicht jetzt halt zum Beispiel einen Wolf oder einen Bär freilassen? Haben die ja vielleicht noch irgendwo ein Nest sitzen? Ein Bienennest? Wäre der Hammer. Ne, das ist so Musik, ne, die man da hört. Okay. Was fackelt denn der da ab? Gucken wir nochmal ganz genau auf der Straße vorne. Aber es sieht gut aus. Ich glaube, es sind wirklich nur die Leute, die hier... Oh. Hoppala. Das wollte ich nicht. Was kann ich alles machen? Interface ein aus. Ah, okay. Vorrangiges Ziel. Ich kann vorrangige Ziele machen. Cool, ich kann denen jetzt so Nummern geben. Okay. Das ist ja cool. Wegpunkt setzen brauche ich nicht. Gut. Ist dieses blöde Auto jetzt weg? Ja. Wir versuchen jetzt mal zuallererst den Wolf da freizukriegen. Ich denke, das schaffen wir einfach mit einem Schuss drauf. Ich gebe ihm trotzdem jetzt direkt... Fuck. Habe ich jetzt den Wolf gekillt? Nee, ne? Ich will nämlich, wenn dann... Da ist noch einer. Shit. Oh, rennt der jetzt ganz weg? Nein. Aber nicht hier hoch, Wölfchen. Gell? Ja. Zack. Er hat einmal gefressen. Nein, nein, nein. Hab ich nicht gesehen, hab mich nicht gesehen. Alles cool. Da ist noch ein... Habe ich markiert? Okay. Da kommt noch jemand. Hast du gesehen? Der Wolf macht voll Terror da unten jetzt. So, weg ist er. Oh, da kommt einer close. Ist der Wolf tot? Der rennt weg, aber der greift bestimmt gleich wieder an. Es ist so cool, wenn man dann einen ganzen Bär oder sowas hat, den man freilässt. Waren hier irgendwo noch Explosives? Da ist was. Da kommt mir etwas nahe, der da unten. Wow. Der kommt hier hoch. Ah jo, der kommt hier hochgelaufen. Warte mal, ich schmeiße hier schnell den Stein runter. Vielleicht dreht er dann wieder um, ja. Wölfchen, nicht zu mir kommen, nicht zu mir kommen. Zack. Oh Gott. Habt ihr den Wolf gehört? Da unten läuft er. Der ist so close bei uns. Also er kann uns natürlich auch angreifen, ne? Der hat einen Hass auf alle jetzt, der Wolf. Ach so, und die hat mir gesagt, ich wurde von den Adlern nicht angegriffen, weil ich ja diesen Skill habe. Diesen Skill, dass die Tiere mich halt mögen. Da habt ihr vollkommen recht. Das habe ich nicht gerafft. Nee. Was ist denn der Sack, der so close ist? Oh, shit. Au, voll in die Flamme gelaufen. Mist, Mist, Mist. Okay. Wo schlägt man nochmal? Ah ja, auf F. Okay, alles cool, alles cool. Das ist so geil. Sneaky Peekies macht so Spaß. Oh, wie der voll runtergefallen ist. Der Wolf ist übrigens immer noch alive. Der ist sehr close. Der weiß jemanden, der direkt vor uns ist. Sehr gut. Guter Wolf. Ja. Aber jetzt ist gut, gell, Wölfchen? Oh, shit. Nein, nein. Ja, renn einfach zu den Feinden hin. Mach das. Wir holen uns die Leiche hier.
glaube, wir schaffen das komplett. Der ist da hinten bei dem anderen, bei dem Flammenwerferkerl. Scheinbar sind alle anderen down. Wir haben bestimmt noch jemanden einfach nicht erwischt, also nicht markiert bekommen. Der könnte uns jetzt noch erschrecken. Aber genau so macht's Spaß. Genau so ist es einfach geil. Was ist denn hier? Aha, Sektenvorgehensweise. Bei der Einschätzung, ob ein Tier für die Verwandlung geeignet ist, ist es wichtig, sich an die folgenden Schritte zu halten. Erstens, Verletzungen. Überprüft das Tier auf sichtbare offene Wunden oder andere Anzeichen für Schmerzen. Sind die Verletzungen eher gering, behandelt ihr sie mit einem Antiseptikum und macht den mit Schritt 2 weiter. Sind die Verletzungen schwer oder können sie sich entzünden, muss das Tier getötet werden. Zweitens, Alter. Wählt nur voll ausgewachsene Wölfe aus, 2 Jahre oder älter. Sind sie zu jung oder zu alt, müssen sie getötet werden. Aggressivität. Tiere. Tiere, die aggressive Eigenschaften zeigen, haben offenbar eine höhere Chance, die Verwandlung zu überleben. Zeigt ein Wolf keinerlei aggressive Eigenschaften, sollte er getötet werden. Die armen Wölfchen. Sieht nicht rosig aus für die. Ist es jetzt zu? Ajo. Ah, wartet. Boom. Geht das? Funktioniert das gerade, was ich hier vorhab? Muss ich das aufschießen? Ja. Komm her. Okay. Also die verwandeln hier die... Oh, der geht echt weit nach oben. Die verwandeln hier die Wölfe, beziehungsweise haben hier eben so eine Zuchtstation für die Wölfchen. Und leider sind ja einige dabei gewesen, die wohl aussortiert wurden schon. Oh, jetzt kommt auf einmal Klaus, der Kerl. Ich mache jetzt mal die Alarme aus. So. Oh, hört ihr? Da sind doch irgendwo Bienchen. So, ihr wollt auch, dass der Andrew wieder am Start ist, habt ihr gesagt, ne? Hoppala. Falsches Testchen. Ne, doch, das war die richtige Taste. Andrew. Da ist er. Ja. So, er ist wieder dabei. Ich komm zu dir. Sehr gut. Ich rücke vor. Sehr gut. Hey, wer ist da drüben? Der Wolf ist immer noch alive. Fährt er gerade mit einem Auto? Der ist mit dem Auto hergefahren. Okay. Komm, wir müssen jetzt mal platt machen, dass wir hier frei laufen können. Ich bin unterwegs. Wer soll laufen? Na also. Yeah. Sehr schön. Haben wir easy gemacht, den Außenposten hier freigekämpft. Ich trinke gerade mal Schluck. Also letztens haben einige von euch gesagt, das Spiel wäre etwas ein Ticken zu laut, beziehungsweise ich ein Stück zu leise. Ich habe jetzt nochmal ein halbes oder ganzes Dezibel runtergedreht, was das Spiel angeht. Und ja, werde das einfach so weiterverfahren. Oh, die hatten sogar einen Mörser, die Schweine. Muss man eigentlich direkt mal ein bisschen mehr sein. Ja. Wir werden uns diesen verfluchten Berg von Jacob zurückerobern. Ja. Ich weiß es einfach. Ich habe eine Menge aufgeregter Funksprüche der Sekte abgefangen. Die schicken Hubschrauber-Konvois, um nach Whitehills zu suchen. Also lass bloß nie den Himmel aus den Augen. Okay. Das machen wir jetzt nicht, die Nebenmission. Wir machen gleich noch eine Hauptmission. Wir haben Berichte, dass die Sekte die Verteidigungen aller Außenposten im ganzen County verstärkt hat. Pass bloß auf! Ha, was haben wir hier? Ist ja schon irgendein Schlüssel gefunden? Hier geht's schon wieder raus. Wurfmesser, sind wir eh voll, okay. Was holt ihr euch? Hier ist doch gar nichts mehr. Ihr habt doch alle genatzt. Sind doch alle down. Haben wir doch weg, Sneaky Beakit. Ah, da ist ein Grappling Hook. Wer hätte man da nutzen können? Ist jetzt der Wolf noch hier irgendwo? Da oben waren wir. Ultra unauffällig. Ah, die Grafik ist so geil. Hoppala. Okay. Du bist doch die Polizistin, oder? Die ihm entkommen ist. Ich bin die Polizistin? Dude, bist du bescheuert? Du bist doch diese eine Frau, oder? Ich sehe zwar ganz klar deine Klöten, aber du bist doch diese eine Frau. Dude, hey girl. Ich höre ständig von dieser Skala. Sie ist nicht sicher, wenn sie da draußen immer noch nach... Alter, ist die bummelig. Jemand muss mal ein ernstes Wörtchen mit ihr reden. Wenigstens können sie hier keine Verbrechen an der Natur mehr begehen. Ja. Was ist denn das da oben? Was sehe ich da? Kann ich irgendwas sammeln? Ah, ha! Mit dem Schalüssel. Ha! Cool, dass uns das angezeigt wurde. Sehr höflich vom Spiel. So, und jetzt machen wir eine Hauptmission. Und diesmal will ich jetzt aber sowas machen, dass wir hier direkt auf die Map gehen.
und sowas machen, sowas Markiertes. Also, dass wir hier diesen Hund zum Beispiel retten. Da hören wir jetzt mal rein. So, das ist der Hund. Boomer dreht durch. Der Hund ist es, Boomer. Kann ich hier raus? Yeah! Tschüssi! Wir brauchen schnell unser... Haben wir hier einen Helikopterplatz? Ne? Ja, das ist blöd. Das dann brauchen wir... Ist ein echt cooler Schuppen, oder? Wow. Dann ist das jetzt der Wolf von vorhin? Ist das der? Den können wir nehmen, aber ich kann doch jetzt... Wie soll ich jetzt hier raus? Weil hinter mir ist doch der Lord da. Andrew, kommst du auch rein? So ein bisschen... Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. So. Andrew? Wo ist denn der Grastackel? Ah ja, es hockt schon hinten drin. Okay. Läuft. Dann packen wir es gerade mal. Ich habe ja... Ja, sehr gut. Ich habe ja den Wegpunkt gesetzt. Dann fahren wir da jetzt mal ganz genüsslich hin. Und genießen währenddessen diese wunderbare Aussicht halt. Habe ich es jetzt frei? Ja, Wolf. Okay, läuft. Da ist auch noch was. Da sind Fischjagdgebiete hier. Achtung, jagende Fische. Das war heftig. Ja. Dem Großteil hat bis jetzt diese Folgenlänge gefallen von 30 Minuten plus. Ich denke, ich werde es auch weiterhin so machen. Diese drei Folgen am Tag, werde ich natürlich nicht arg lange halten können, weil ich jetzt auch dann bald wieder Vorlesungen habe. Ich habe das jetzt halt letzte Woche machen können, beziehungsweise diese Woche noch. Es ist ja noch Samstag. Aber sobald die Vorlesungen weitergehen... Ich habe jetzt halt Donnerstag und Freitag frei gehabt. Sobald die dann nächste Woche wieder weitergehen am Dienstag, wird es dann wieder eng. Und dann werde ich einfach gucken, wie ich es irgendwie gebacken bekomme. Also, das läuft schon, das läuft. Wir werden es schon irgendwie schaffen. Dude, ich kann auch hupen, Dummkopf. Boah, was steht denn da oben? Hey, ich kann nicht gucken. Kannst du mal kurz gucken? Oh, fuck, Andrew, fuck! Gott, das war echt knapp. Da ruft er mich einfach zum nach hinten. Was? Wo ist hier ein Peggy? Du Dödel. Ich muss hier vielleicht fahren. Achso, ich kann ja die Fahrhilfe anmachen. Reise zum Wegpunkt. Okay, das ist vielleicht gar nicht so übel. Man kann sich dann doch... Die Leistungen von Schülern in bundesweiten Vergleichen... Irgendjemand passt auf mich auf. ...die Reihenfolge verbessern. Laut den Bildungsbeauftragten... Hör mal, Jungspott. Das Tal wird langsam zum Kriegsgebiet. Die Sekte reißt Nahrung, Waren und Ausrüstung an sich. Alles, was ihnen in die Hände fällt. Sogar Menschen. John Seed jagt sie aus ihren Häusern. Hat denn? Hat er die Blumen im Bauch? Und schwingt sie, sich der Sekte anzuschließen. Wer sich weigert... Tja, dem ergeht es richtig mies. Am schlimmsten sieht's um Falls End aus. Fang am besten dort an. Jo, wir sind wieder in einer neuen... Ah, wir sind... Ist das jetzt hier dieses Front's End? Ich weiß nicht genau... Erzählt das jetzt... Ich habe keine Ahnung. Wir sind gleich bei dem Hund und rette mal den Boomer, richte Oppala. Ich habe Reise zum Wegpunkt eingestellt, aber ich muss da nach wie vor drauf drücken. Ne? Also ich glaube, der lenkt er von alleine. Der fährt jetzt doch ganz von alleine. Okay, aber das ist scheiße, oder? Das ist scheiße. Da vorne ist nochmal so ein. Ein bisschen rach ist da vorne. Aber wir machen mal eine Abkürzung hier jetzt. Das ist ein Kinderspiel. Auf, komm, wir brauchen doch nicht großartig hier rumzukacken. Wir können einfach... Hoppala. GG easy hier langfahren. Bumm. Boomer? Ich bin da. Andrew. Andrew? Wie kommt der jetzt dahin? Oh, shit. Unterwegs. Deck mich. Okay, deck mich, Andrew. Böse Jungs. Ah, das ist der Hund. Dogmaid. Alter, nicht in den Kürbis reingehen. Okay. Es ist wieder mal minimal blöd mit der Mucke. Die müsste man echt ausschalten können. Ich habe zwar noch keinen Treffer gehabt, aber es ist... Da haben sie echt nicht nachgedacht. Also für YouTuber und so weiter. Na shit. Oh, oh. Boah. So. Hoppala. Was hier ist wer? Ich hab dich nicht gehört. Du musst doch sagen, wer du bist, Mensch. Ich muss hier leider... Wow. Passiert da jetzt was? What the fuck?
Was habe ich da jetzt? Was habe ich da jetzt für einen Scheiß? Ich kann es ja bestimmt wieder aufheben. Ich wollte das einfach nur die. Ach, das ist Annäherungsgeschichten. Ich dachte, das wären die ganz normalen Minchen da. Wo sind sie denn? Ja, sowas brauche ich. So, komm mit. Geh da mal weg, Andrew. Geh bitte weg. Ja, Andrew, ich hab's gesehen. Huch! Oh, da ist er wieder. So. Dreckarsch. Oh, 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 Andrew, hier ist Feuer, fuck. Lass uns mal kurz zum Hund. Oh nein. Oh, guck mal, die haben sich noch die Händchen gehalten, Hundi. Boomer, Streichler Boomer. Komm her. Komm her, du guter Boomer, du Boomer. Hier, ein bisschen guter, gell? Ja. Guter. Boomer gehört jetzt dir. Ja. Okay. Also jetzt haben wir ihn als Compadre. Können wir ihn jetzt mitnehmen? Oh yeah. Als Vierbeiner auf Abruf. Hey, Jungsfreund. Ray zu verlieren, das tut schon weh. Diese beschissene Siedsippe. Ach, aber gut, dass du den alten Boomer gerettet hast. Dieser Hund, der rettete Ärger und passt besser auf dich auf, als du selbst. Alter, ich bin schon echt ein Tier. Ich bin schon echt ein Tier hier. Alter Verwalter, lecker Schmecker. Klar, ich meine, wieso nicht? Ja, klar, warum nicht? Wir lesen noch kurz den Zettel, der da drin ist. Da ist vielleicht noch was Wichtiges, Bümchen. Ich mich hochpushen da. Brief von Ray Ray. Russell, bitte lies das. Seit du weg bist, belästigt mich Eden Skate wegen unseres Grundstücks. Gestern kamen dann ein paar von denen zum Haus und sagten, wir wären gezeichnet worden. Sie meinten, dass sie Ryan für ihr Projekt holen würden und dass Boomer zu einem Kerl namens Jacob im Norden kommen soll. Hey, ich weiß, dass wir unsere Differenzen hatten, aber du hast mich alleine mit unserem Jungen zurückgelassen und ich habe entschieden, dass ich nicht nachgeben werde. Ich lasse nicht zu, dass diese Leute unsere Familie zerstören. Ich hoffe, du verstehst das. Oh, Boomer, du bist so klein. Mit meinem kleinen Füßchen, wie ich da rumdrehe, wie so ein Wahnsinniger. Erste-Hilfe-Pakete können wir immer noch nicht genug mittragen. Wie viele haben wir denn? Was haben wir denn jetzt hier schon? Hier. Zwei erst wieder. Hm? Naja. Draußen brennt einfach alles. Ist alles am Burn. Nein. Was die Sachen alles aushalten. Also ich finde, die Leute gehen echt schnell down. Aber manche Sachen stehen echt ewig rum, bis sie mal kaputt gehen. Ist hier was drin eigentlich in so einer Kiste? Oh. Sorry, Andrew, das bin ich. Da ist noch ein Verbandskasten, holen dir, wenn du unbedingt willst. Okay, gut. Dann haben wir jetzt Boomer schon gerettet und wir haben gerade mal 17 Minuten. Leute, da kann man noch einiges machen in der Folge. Wir können uns hier Autos holen. Gehört uns dieses eine Auto jetzt, das wir gefunden haben? Ist das jetzt... Okay. Die müsste man jetzt... Da, das gehört uns. Ja, nice! Aber lasst mal ganz kurz um den Spaß gucken, was es noch so gibt. Können wir uns Trucks holen? Quads? Geil. Solche Trucks mit einem Geschütz drauf. Sick. Hier auch ein Geschütz. Wow. Oh mein Gott, Leute, wir müssen so viel Cash machen. Traktor. Wow. Okay, alles klar. Alles klar. Ich weiß schon, dass wir müssen sehr viel Geld sparen. So. Was haben wir denn hier noch? Auf der Karte ist ja noch irgendwas in der Nähe. Mhm. Merle Briggs. Da gehen wir einfach hin. Erst los. Mach ich. Wow. Hä? Ist da hinten ein Feind mitten auf dem Feld, der eine Mission für uns hat? Fuck. Oh shit, das ist kein gutes. Oh! Kein gutes Geländeauto, das Teil. Okay. Wer ist denn der? Was ist denn hier oben? Hier vorne an der Frau am Start. Du wurdest gezeichnet, also krieg dich, John. Wie? Hallo, warte, ich will mit dir. Wie sie davon hoppelt. Warte kurz. Die Peggys haben meine Kollegen von der Verpackungsanlage zusammengetrieben. Ich hatte Glück und konnte fliehen. Mhm. Aber ich weiß nicht, was mit den anderen ist. Hm. Okay. Machen wir es aber nicht, denn. Was Teufel? Hey, B. Ist doch alles gut. Komm mit. Andrew? Let's go, Bri! Wir wollen hier ein bisschen Gas und knallen einfach auf. Fuck. Wo habe ich uns hier nur eingefahren? Ja, hier raus, schnell. Sehr gut, gut. Was ist denn das? Was ist das für ein fetter
Der Helder da. Was haben wir da? Ein leckeres. Was ist da? Nami Nami Schmecki Fazzi? Peng? Können wir davon direkt was herstellen? Ja, nice. Wir haben so viel Zeug. Das ist so geil. Das Spiel ist einfach der Hammer. Ist leider jetzt schon ultra spät. Das ist jetzt hier nach dem Freitagstream, Samstagmorgen, 4.45 Uhr. Aber ich habe erst ein Video für euch morgen und habe jetzt halt auch noch ein bisschen Zeit, weil ich eh noch, ich war immer noch wach. Was ist das jetzt vor uns? Da liegen voll viele Tote rum. Das könnten wir aber auch machen, oder? Lass halt hier ganz kurz hingehen und gucken, was da so abgeht. Okay. Okay. Boah, wie das Auto rumrutscht. So. Mucke, wo bist du? Bin unterwegs. Ist die Mucke bei denen, oder was? Das haben wir ja Sicherheitshinweise. Hinweise an alle Pflücker. In diesem Jahr sind die Bären zurückgekommen. Denkt an die Sicherheitsregeln. Pflückt immer zusammen mit einem Kollegen. Räumt alle Lebensmittel und allen Müll weg. Passt bitte auf euch auf. So. Eins. Zwei. Jawohl, da haben wir irgendwelche... das sind Geiseln. So, ist da drüben noch... Ich lasse mal kurz den... Das habe ich nicht vorgehabt. So, eins und drei, zwei, eins, blub. Oh. Hab ich ihn eben... Oh, leck mich. Komm! Ja, ja, ja. Ihr dürft auf keinen Fall irgendwie Hilfe rufen. Oh shit. Schön. Okay. Die dürfen nur den Alarm nicht drücken. So. Okay, da brennt einfach mal alles. Was hat den Alarm jetzt gerufen? Oh nein. Ja! Es war nur der Kollege, der gesagt hat, das wäre irgendwie schlimm hier. Oh, aber die haben die Leute umgebracht, die hier waren. Hoppala. Das ist jetzt aber irgendwie nicht meine Schuld, oder? Nee. Guck mal, die Vorderwahl, das sexy Girl. Sieht aus wie die Liz. Das ist wieder unser Land hier. Es ist unser Land, Liberator. Du hast einen Auftrag für mich, du kleiner Furz. Dann lass mal hören. Das viele reife Obst lockt Bären an. Normalerweise würden wir sie fangen und irgendwo an einem sicheren Ort wieder freilassen. Aber diese Bären haben diese Bliss-Scheiße-Intus, die Sekte hier eingelagert hatte. Jetzt sind sie nicht mehr zurechnungsfähig. Es ist zu gefährlich, sie zu fangen. Wir müssen sie einschläfern. Okay, gut. Wie viele Magazine hast du noch in deinem Arsch versteckt? What the fuck, Typ? Weißt du, ich war da jeden Herbst mit meinem Jungen zum Äpfel pflücken. Ach, es hängen echt viele gute Erinnerungen daran. Nicht nur von mir. Danke, dass du das für uns getan hast, der Deputy. Diesmal schulden wir dir etwas. Okay. Alter. Was ist denn das für ein fresher Kerl? Ey, warum ist denn die Mission jetzt sofort angegangen? Nehmen wir uns, was die Toten nicht mehr brauchen. Ich wollte die auf keinen Fall direkt annehmen. Was ist mit ihr los? Die steht voll im Bliss. Der Typ war beratungsresistent. Komm. Sagte, er hätte schon Piraten und blutrünstige Tyrannen überlebt. Und wegen der Sekte würde er sich nicht ins Hemd machen. Ha. Gut. Aber wir müssen uns jetzt um die Dinge kümmern. Konzentrier dich, Kleine. Oder? Um die Bärchen. Was sind denn die Bären jetzt hier? Das ist direkt hier, okay. Ah, da vorne ist eine Höhle. Ja, gut. Kann man sich schon gut vorstellen, wo die sind. Hallo. Komm, wir gehen auf Bärenjagd. leicht unfair irgendwie, aber es macht halt auch Spaß, nicht wahr? Bärchen. It's your boys, Barry Penis. Oh Gott. Alter. Andrew. Andrew. Haha. So geht man auf die Bärenjagd, Leute. Schön mit den leckeren Bömmchen, mit den Knallbomben-Pengbomben. Auf Jagd. Oh, was war das für ein Geräusch? Die gehen hoch. Okay. Naja. Und schon ist es erledigt, diese Kleinigkeit. Das war ja echt locker. Was können wir hier machen? Wir können da drüben kaufen und verkaufen. Das wäre schon mal gut. Wir haben wieder Karten und eben diese ganzen Tierhäute, die wir scheinbar auch wirklich überhaupt nicht brauchen.
um irgendwie auf irgendeine Art und Weise voranzukommen. Da drüben liegt was, ich sehe das. Hier links. Ah, noch ein Zettelchen. Erntebefehl, der Kollaps hat begonnen. John will, dass wir so viel mit Bliss versetzten Dünger wie möglich in dieses Silo lagern. Aber seid vorsichtig, das Zeug ist hochexplosiv. Wir werden gemeinsam zu den Toren Edens marschieren. Hahaha, ich glaube nicht. Und ihr seid ziemlich retardet. Okay. Ist hier noch irgendwas drin versteckelt? Bestimmt. Ich war vorhin jetzt voll überrascht. In dem einen Teil, den wir das befreit haben, war ja auch auf einmal ein Schlüssel. Und damit konnten wir dann wiederum irgendwo rein. Und hatten dann da Zeug, das wir aufheben konnten. Hm. Schon krass, was ist hier alles okay, hier geht's einfach nur... Ah, da oben ist noch was. Ja, jawohl. Ja, den Rest verkaufe ich jetzt. Aha. Können wir nicht aufheben. Schade, wir sind schon zu fett. Das müssen wir unbedingt noch skillen, dass wir mehr nehmen können. Nein, keine Musik. Keine Musik, sorry. Der YouTube macht das nicht. Sorry, lässt das nicht zu. Schnell mal aus. Okay. So. Erstmal Beute verkaufen. Wir kloppen wieder alles weg. Ja, und sind einfach rich. She's like a little bitch. Okay. Munition für alles kaufen. Munition auffüllen kostet uns $42. Machen wir locker. Kleidung brauchen wir, wie gesagt, gar nicht, ne? Die macht, bringt uns nichts. Gegenstände. Dynamit. Haftdynamit. Haftgranate. Haftender Fernzünder. Rauchgranate. Okay. Das ist der Standardkram, ne? Annäherung, Sprengstoff, bla bla bla. Deswegen ist es auch so günstig, okay. Das war's, ne? Ja, das war's. Also wir könnten noch bei Waffen gucken, ob wir uns jetzt hier halt so eine Ultraschaufel für diese Schaufel sind Löcher immer halb voll. Scharfschützengewehr. Die Schaufeln. Das haben wir schon länger nicht mehr benutzt, ne? Da müssen wir auch wieder ran. Wir müssen Leute umschaufeln. Wir haben doch Zeug. Ja. Ja, ich bin der neue Deputy. In dieser City. Und ich gebe euch Wack Wack City B. Was beruhigst du dich mal wieder, du kleiner Stinkefutz? Boah, ist das gruselig hier drin, ne? Es kommt gleich so ein Zombie und kreischt mich an. Boah. Wo geht's denn hier hin? Hätten wir hier auch reinsneaken können. Ah, jo, ist krass. Es gibt so viele Wege, Gänge und. Ah, so. So viele coole Dinge, die wir hätten nutzen können, aber wir sind einfach direkt frontal, nein. Frontal. Und jetzt ist das auch so schön beleuchtet, weil wir hier schon waren. Da lasst uns immer noch dieses Merle Briggs machen. Ich denke, das ist cool. Wir nehmen wieder so einen geilen Transporter. Und da ich nicht weiß, wie man von der Seite auf den Mainsitz steigt, muss ich halt einfach so umgreifen praktisch. Das wollte ich nicht. Krass, Fahrhilfe an. Da fährt das Ding einfach von der ganz alleine los. Ich drücke es drauf. Selbst natürlich, oder? Ah. Komm mit, Andrew, du Dödel. Da ist ein Auto für dich. Unterwegs! Deckt mich! Bah! Bitch! Au, au. Ich steig erstmal 8 Jahre lang aus. Oh. Da bist du! Ha! Ich glaube, er ist gestorben. Da rennt ein Bär. Bitteschön, komm raus. Oder komm du raus. Ich fahr direkt mit dem Auto weiter. Ist jetzt Andrew da? Der ist ganz da hinten. Hoppala. Achtung. Komm, Andrew. Ich schieß da nicht auf dich, du sollst einsteigen. Okay. Der kann mir. Halt, der hat noch eine Mission für uns. Ey, sind die schon. Was war denn das? Ey. Irgendwas hat gerade eben das Auto weggeschlagen. Und den Kerl hier umgebracht, also fast. What the fuck? So, was ist los mit dir? Hängt Andrew jetzt auch drin, ne? Wie ich höre, treibt die Sekte wilde Tiere am Copperhead-Bahngelände zusammen. Warum machen die sowas? Weiß ich auch nicht. Voll gemein, gell? Die armen Tiere. Kann ich schon beste Willen der Zare. So, jetzt fahren wir mal weiter endlich hier. Heide nein. Andrew, zack, zack. Sag mal, wie sind die jetzt da hinten geblieben worden? So, na also, es geht doch. Nee, ich kann jetzt echt nicht. Wisst ihr, ihr Dödel. Die meinen auch, sie können mich hier abfacken. Oh, das ist das Ziel, das heißt, wir kurven mal hier runter. Shit.
Die dürfen es nicht sehen. Feindkontakt! Oh ne, nichts der Feindkontakt. Ich habe einen Baseballschläger dabei, hallo? Oh! Einen ganzen Trailerpark. Alles klar. Okay, damit ich jetzt morgen die dritte Folge noch hinbekomme, werde ich jetzt hier gleich schneiden, Leute. Ihr wisst dann Bescheid, dass es heute an diesem Tag noch um 21 Uhr weitergeht. Mit dem Trailerpark hier, mit dem Merle Briggs Hans-Wurst-Dingens. Bis gleich!